zusammen, liebe Freaks von Espresso TV, jetzt haben wir hier was Besonderes, und zwar Kaffee New York. Dazu habe ich auch einen Gast, unseren Herrn Frese. Hallo. Hallo Herr Frese, Sie sind ja der Repräsentant Kaffee New York, Österreich, Schweiz. Deutschland, Österreich, Schweiz. Deutschland natürlich hier vor allem. Jetzt interessiert es mich mal, setzt man es gerade hin, Kaffee New York, ist das jetzt Kaffee aus New York oder wie kommt es dazu? Also der Name New York, der führt natürlich sehr schnell nach Amerika, ja. Hat aber mit Amerika absolut nichts zu tun. Dieses Kaffeehaus, das wir hier hinter uns sehen, das wurde 1930 gegründet in der Toskana und der Betreiber hat damals den Namen New York für seine Bar auserkoren, weil sich in dieser Kurstadt sehr viele amerikanische Touristen aufhalten. Okay, alles klar. Also Österreich in der Toskana und einfach cleverer Marketing-Trick. Ich denke mal, das, was der Betreiber damals mit diesem Namen erwirken kann, war ihm damals wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst. Ne? Ja. Für ihn war halt die Problematik, einfach einen schönen Namen für sein Kaffeehaus zu finden. Ja. Und die Bedeutung von so einem weltbekannten Namen zu begleiten zu können, das hat natürlich von der Marketingseite her einige Vorteile. Einmal New York erkannt und probiert und hier immer verführt. Ja, einmal New York, immer New York, aber meine Lieblingssorte ist jetzt der Extra, der ist jetzt vor 20 Jahren war der das war eigentlich der Ausgangsschmecker. Ja, das war also der Extra war mal hier so das Aushängeschild von seinen Möglichkeiten. Ja. Es ist nämlich schon 100% Arabica. Und man hat damals schon auf den sehr edlen Rohstoff aus Jamaika mitgesetzt, dass man sagt, da kriegt man dann was ganz Besonderes in die Tasse. Mhm. Und da haben wir hier also zwei Linien mit Jamaika-Plumonten Anteil. Cool, das eine hat dann noch ein bisschen mehr robuster Anteil. Der 4x hier auf der Seite gekennzeichnet eben über diese 4x, der klassifiziert die Mischungsart. Da haben wir praktisch 80% Arabica und 20% Anteil robuster Bohnen. Ist für den Siebträger idealer, weil er eben eine schönere Creme aufbaut. Okay, aber Vollautomatennutzer können ja auch was haben, oder? Also Vollautomatennutzer können alle Sorten aus dem Haus New York verwenden. Ganz speziell wäre diese gelbe Verpackung. Da haben wir also die Bedürfnisse ausschließlich für die Ansprüche des Vollautomaten berücksichtigt. Okay. Und sagen hier, das ist eigentlich der ideale Kaffeeeinsatz für den Vollautomaten. Okay. Dann hier haben wir was für die Grafikfreaks. So ist es. Da hat man eine alte Marke aufleben lassen, hier vom Sohn, der heute die Rösterei in der dritten Generation leitet. Ja. Und sein Vater hat 1950 dieses Dekor mit der Bezeichnung Primeros erfunden und das lässt jetzt seinen Sohn wieder neu aufleben. Also schaut cool aus, echt gefällt mir. Dann hier natürlich auch noch Bio-Kaffee. Ja. Wo kommt der her? Bio-Kaffee, der wird also hier hauptsächlich aus Mexiko-Rohware bezogen und Nicaragua. Hier haben wir eine Mischung 80-20, da ist ein Anteil Robusta mit dabei. Und da wird ein ausgesuchter Plantagenhersteller, der zertifiziert ist, aus Afrika eingesetzt. Wow. Ein schöner, schokoladiger und ohne Säure ausgeprägter biologischer Kaffee. Bio-Kaffee mit Pilz. Ist selten. Wow. Ist selten. Ja. Und hier haben wir da noch was, Filterkaffee. Also mit einem sehr gut aufgestellten Espresso können Sie natürlich auch einen Filterkaffee machen. Ja. Entscheidend ist der Mahlgrad, den man dann kreiert. Okay. Für Filterung brauchen wir den gröber wie für die Espresso-Zubereitung. Ja. Und somit haben wir hier ein magenfreundliches Produkt und absolut säurefrei. Fertig gemahlen, okay, wow. Und jetzt machen wir eins, jetzt gehen wir nochmal rüber in die Küche. Da habe ich nämlich gerade New York extra drin in der kleinen Mazza-Mühle, das ist nur so Mini-Mühle mit konischem Mahlwerk, die nennt sich Koni. Und daneben so ein kleines Handhebelmaschinchen und da gucken wir mal, wie das schmeckt. Okay, also bis gleich. Wow, jo, cool. Prima. Super, geh mal rüber. Genau, machen wir. Jo. Genial, echt. Und die Tassen, die sind ja auch geil. Und hier, und jetzt gucken wir nochmal das kleine Tablett, das ist auch witzig. Das ist auch noch mit dem Bild drauf und hat was. Also, ja, Italy meets United States, New York,
in der Toskana habe ich jetzt auch so nicht erwartet, aber so ist es eben. Okay, guck mal. Ciao. Hier haben wir die Mühle, Kaffee New York extra drin und als Bohne und jetzt dann auch gleich als Espresso. Super. Wow. Jetzt. So. Mhm. Danke. So, jetzt brauchen wir noch hier Löffelchen. Weil man sollte ja immer ein bisschen umrühren. Also so, schaut da mal nicht schlecht aus, aber jetzt kommt ja hier die Sensorik. Ja. Also, ciao.